Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal GTA 4 in der höchsten Auflösung mit ganz vielen Patches und Updates und so ein Kram und Grafikmods und Mods allgemein. Ich habe, also mein System ist der i7-3770. Der hat 3,4 GHz 8-mal. Mit der GTX 770 Lightning, minimal übertaktet. Und die Grafik alles so hoch wie es geht. Also Maximum Settings. So. Kann ich auch nochmal übernehmen drücken, passiert gar nichts. So, die Grafikkarte verfügt über 2 GB großen Speicher, GDDR5. Und seht selbst. Die FPS beim Aufnehmen habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, es stockt jetzt nicht. Ohne Fraps, also ohne Aufnehmen, habe ich ja 40 bis 80. Ich habe Vorsync aus. Und dann mal gucken. Ja, jetzt habe ich die üblichen 30 FPS, die Fraps entmacht. Gut, hätte ich mal etwas höher machen sollen. Das nervt ein bisschen. Also auf jeden Fall, es läuft sehr gut. Hier sind jetzt leider noch die alten Straßen und alles, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, hier sind leider noch die alten... Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Also ich habe hier so ein Straßenpack oder allgemein so ein Pack, dass die ganze Welt anders aussieht. Was ich jetzt gerne noch haben würde, wäre, dass ich unbegrenzt weit gucken kann, weil das nervt ein bisschen. Die Details, die bauen sich so gesehen trotzdem immer noch vor mir auf und das finde ich nicht unbedingt schön. So, jetzt momentan habe ich die üblichen FPS von Fraps und zwar die 30. Einbrüche sind, ja, bis jetzt eigentlich noch nicht. Habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt brezel ich hier mal kurz durch mit einem Stern. Die Grafikfehler, ich weiß nicht, woher die kommen. Ich glaube aber vom Spiel an sich selbst, weil das Spiel leider sehr, sehr verbuggt ist. Und ich hoffe, dass GTA 5 einfach nur stabiler läuft und keine Grafikfehler mehr aufweist. Oder allgemein irgendwelche Fehler aufweist. Das wäre nicht schlecht. So. Ja. Was kann ich jetzt noch sagen? Ja, könnt noch mal ein bisschen zugucken. Ihr könnt schreiben, was ich noch machen kann. Ihr könnt mir links unten hinschreiben, was ich für Grafikmods noch reinpacken kann. Ich werde alles reinpacken, was geht, bis der Computer eben wirklich nicht mehr kann. Solange es keine Fehler sind, natürlich, ist ja klar. Jo. Was weiß ich hier, für die Bäume noch irgendwelche vernünftigen oder schönen Texturen. Sehen zwar so schon sehr klasse aus, aber vielleicht gibt es doch noch irgendwas, keine Ahnung. Hab mich jetzt auch noch nicht wirklich informiert. Ich wollte einfach nur, dass das so aussieht, die Straße. Und ja, das hier von der Straße ist leider nicht das 100% Paket. Das sieht man beispielsweise hier. Hier sind einfach noch die alten Texturen und das finde ich schade. Ich würde gerne die 100%ige Version haben, habe ich nicht gefunden. Fand ich wirklich sehr, sehr schade. Aber naja, vielleicht wisst ihr, wo ich mir die runterladen kann, wäre sehr schön. Das könntet ihr mir sogar unten als Link hinschreiben. Vielleicht gibt es auch keine roten Himmel mehr. Was ich nicht unbedingt schlimm finde, weil mir das egal ist. Ja. Was könnte ich denn jetzt noch sagen? Ja. Ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, was ich an Videos noch machen kann, also von Spielen. Ich kann natürlich nur die Spiele machen, zeigen, die ich habe oder wo man sich eine Demo runterladen kann. Was anderes geht ja nicht. Das ist ja, denke ich mal, für jeden selbstverständlich und klar. Jo. Also. Jo. Eigentlich habe ich nichts weiter zu sagen. Dann könnt ihr jetzt einfach nur noch mal zugucken, wie ich hier fahre. Jo. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.